Es geht weiter mit dem totalen Teufels-Addon. Und irgendwas sagt mir, nämlich, dass ich das Game Over gemacht werde wegen den Wolken. Ich habe nämlich das Perk nicht mehr, das mich vor den Wolken schützt. Muss aber einen ewig weiten Weg zurücklaufen. Vor allem, was zum Teufel ist das denn für eine Weltkarte? Warum wird denn auf der nie was angezeigt? Ey, das ist doch nicht die Weltkarte. Kannst du mir doch nichts erzählen? Normalerweise müssen da diese ganzen gefundenen Orte angezeigt werden. Und noch dazu... Gibt's doch nicht. Hä, toll. Ich frage mich echt, wie ich das jetzt schaffen soll. Wenn ich hier lang gehe vielleicht. Weil die Wolke ist ja anscheinend nur da unten. Hä? Kann ich da rein? Endlich mal eine Ruhepause, wo man nicht die ganze Zeit Striche verliert. Mal sehen, was es hier drin so gibt. Schade, dass ich nicht einfach hier drin bleiben kann. Dass ich hier jetzt zurechtfinden könnte. Zum Glück habe ich ziemlich hohe Dietrich-Fähigkeiten. Dieses komische Outfit ging es dann zurückgeben. Ich brauche Retterway. Ist das denn so schwer zu kapieren? Ja, verschlossen Speer, sicher doch. Gib dir gleich ein verschlossen Speer. Ja, ich weiß, es ist sinnlos, hier alles abzufarmen. Wenn ich mich damit beschäftigen würde, New Vegas zu modden, dann würde ich diese ganzen rumliegenden Items natürlich alle wegnehmen. Aber es ist halt Zeitverschwendung, New Vegas modden zu wollen. Weil New Vegas nicht zu retten ist. Egal, was du machst. Na toll, eine Rumpelkammer, in der überhaupt nichts ist. Obwohl, so ein Teil. Das Teil hat keinen zweiten Ausgang, stimmt's? Doch. Ich soll zu diesem komischen südlichen Teil. Mir das behauptet, das Spiel das. Wobei ich dem Spiel jetzt nicht unbedingt zutraue, eine Ahnung zu haben, wenn ich ehrlich sein soll. Toll. Kann man noch nicht mal gluckern. Ach, da soll ich angeblich hin. Ach so, hier ist die Tür, durch die ich muss. Aber wie komme ich da hin? Hier ist zum Glück keine Bastardwolke. Moment mal. Och nö. Dann muss ich ja noch ewig weit laufen. Ach, jetzt wird da auf einmal wieder was angezeigt. Aber man kann überhaupt nicht schnell reisen, selbst wenn man will. Müsste ich nämlich nach da, was eigentlich ein Katzensprung ist. Und uneigentlich aber wahrscheinlich nicht geht. Na doch! Kann ja kaum glauben, dass ausnahmsweise mal was funktioniert. Wenn es hier Fallout 3 wäre, dann würde mich das natürlich nicht wundern, aber das hier ist New Vegas. Und noch dazu ein absolutes Höllen-Add-on. Freue mich jedenfalls schon drauf, mich mit dieser blödsinnigen Wolke nicht mehr auseinandersetzen zu müssen. Oh! Da war ein Prügelismus-Skillbuch. So, weil ich da nervige Abzüge krieg. Also zieht das Teil wenigstens ein bisschen mehr ab.
75 braucht man da. Ich soll einfach auf meinem Pip-Boy schreiben, was ich sagen will. Das wäre viel einfacher. Oh nein! Ich bräuchte noch ein paar Skillpunkte auf Medizin, verdammt. Hier ist es zum Glück hoch genug. Na toll, ich hab viel zu niedrige Skills für alles. Genau genommen. Habe ich hier ja sowas, vielleicht nützt das ja was. Ich bräuchte viel mehr auf Sprache. Ich bräuchte mehr auf Wahrnehmung. Toll.
Tja, jetzt wird's richtig schwer. Der Sorgenbringer, was zum Teufel? Was, hier nur 210 Striche? Das ist ja viel zu wenig. Und ich kann nur 15.000 Einheiten tragen anscheinend. So, und die hat ja immer noch das, was ich ihr vorher gegeben habe. Sogenanntes komisches Messer. Was Besseres als die Rüstung gibt's einfach nicht hier. Das heißt genau genommen. So, nee, ich habe so ein Atemgerät die ganze Zeit. Das Atemgerät ist ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Also, wir müssen tatsächlich dahinter. Das wird ja unmöglich. Das wird eine Katastrophe. Ich sag's dir. Weil ich jetzt nämlich nicht mehr vor den Wolken geschützt bin. Oder aber wahrscheinlich trotzdem nochmal durch die durch muss. Wenn diese blödsinnigen Wolken einfach ausschießen oder sonst wie wegkriegen könnt, wäre alles so einfach. Das wird nicht gehen. Ich komm da nicht lebendig durch die Wolken durch. Weil die nämlich überall sind. Obwohl, Moment mal, wo bin ich denn hier? Wieder hier. Ich muss den ganzen Weg nochmal laufen. Und eben auch wieder durch diese Bastardwolken durch. Yeah! Das ist so Spitzenklasse. Ich sag's dir. Wundert mich jetzt ein bisschen. Na, hier kommt, glaube ich, die Wolke, oder? Das kann ja wohl nicht sein, dass wir so weit laufen können, ohne dass eine Wolke kommt. Ah, hier kommt das Teil. Ich frage mich, ob es einen anderen Weg gibt. Ach so. Das habe ich ja vorhin schon probiert. Das führt dann aber nur noch hier, wo man überhaupt nicht lang kann. Also gut. Dann begehe ich jetzt Selbstmord, indem ich hier durch die Wolke durchlaufe. Nun, was soll ich machen? Geht nirgends anders lang. Yeah, hier ist auch wieder die Wolke, super! Ich kann nur hoffen, dass da, wo ich jetzt lande, nicht auch eine Wolke ist. Und? Nee, anscheinend zum Glück nicht. Zumindest verliere ich momentan keine Striche. Und sogar in der Innenzelle. Das gibt's aber auch, Wolken. Wer auch immer sich die ausgedacht hat. Hä? Die Gegenstände benötigt. Na, großartig. Was jetzt? Wie, der Sprachcheck kommt nochmal. Was soll denn das?
Halleluja. Wie Metallgeschosse. Was zum Teufel? Was denn für Metallgeschosse? Hä? Das ist eine Kaffeetasse, die man nicht wegsammeln kann. Ja, auch wieder. Ändern die was? Was brauche ich hier angeblich? Eine Sicherung, die habe ich mit Sicherheit nicht. Doch, habe ich eigentlich. Einen elektrischen Leiter, der hier komischerweise Stromleiter heißt, habe ich auch. Aber irgendwie keine Batterie, kann das sein? Nee, da stimmt was nicht. Ich habe die Teile alle und das Spiel rafft's nicht. Ist ja mal wieder typisch. Oh nein! Das ist irgendwo ein Lautsprecher-Bastard. Wo ist dieser Mistkerl? Oh nein! Aber ich muss doch... Hä? Ich muss doch hier irgendwo lang. Sag mir, wo zum Teufel ich hin muss. Ich kann das Teil hier nicht reparieren. Dabei muss ich das jetzt reparieren. Anscheinend. Wo ist dieser Bastard von einem Lautsprecher? Wahrscheinlich ist er hinter der Tür. Ey, nee! Vor allem, wo zeigt denn der Questpfeil hin? So, ich soll hier wahrscheinlich gar nicht rein. Oder so. Hä? Ja, das zeigt dahin. Ja, aber nichts bringt, wenn ich ehrlich sein soll. Oh nein, wenn man den Weg nicht findet. Wäre gut, wenn mir die einfach sagen könnt, was man hier zum Teufel machen soll. Hä? Wieso zeigt das dahin? Einfach diese Sicherung finden. Hey, hier bin ich jedenfalls nicht in der Wolke. Da, toll. Ey, was ist das für ein verdammter Questmarker? Na toll, wenn man da überhaupt nichts sieht. Irgendwie war da gerade eben alles schwarz. Ist auch nichts. Ach so. Also schon in der Nähe und man muss rausfinden, wie zum Teufel man da hinkommt. Ich müsste da durchrennen. Habe ich so das Gefühl. Obwohl es natürlich zuckt, vor allem wenn man dann dauernd den Weg nicht findet. Boah, Mann, ey! Mal sehen, ob das hier was ändert. Nee, irgendein Gelaber natürlich. Braucht ja keiner. Will die mir sagen, dass sie irgendwo fallen sind, oder was? Ist wahrscheinlich alles unschaffbar.
heißt, Moment mal, ist das ein Irrweg? Wenn ich das nämlich ehrlich gesagt nicht durchsehe. Weil dann müsste ich nochmal durch die blödsinnige Wolke. Obwohl, hier gibt es zwei Wege. Frag mich jetzt, von wo ich komme. Hier irgendwo. Ihr verteufelten Teufel, ich werde Stimpaks brauchen. Von da komme ich nämlich. Hä? Komisch, dass das nicht gleich hochgegangen ist. Also ich muss irgendwie in diese Richtung hier gehen. Und habe aber dann keine Chance. Den nehme ich jetzt einfach mal. Mir egal, ob ich ihn wirklich brauchen werde. Natürlich ist die Wolke sogar hier oben. Was war das denn? Ist auf einmal die Wolke wieder gekommen? Kann sich die Wolke bewegen, oder was? Diese Bastardwolke die ganze Zeit. Welcher grauenhafte, sadistische Programmierer hat sich diese Wolke ausgedacht? Darf doch nicht wahr sein. Überall ist diese verdammte Bastardwolke. Diese Wolke ist so ein Bastard! Lauf! Es geht um Leben und Tod und noch viel mehr! Hä? Dieser Questmarker macht mich wahnsinnig! Der zeigt ja jedes Mal woanders hin! Nähe von dieser komischen Service-Route anscheinend. Na toll, da ist irgend so ein Bastard-Lautsprecher. Den man wieder mal nicht sieht. Oder ist das etwa so ein Radio? Anscheinend. Ich wüsste es aber echt gern, wo zum Teufel ich hier hin muss. Ich meine, es ist... Der Westfall zeigt ja direkt hier irgendwo hin. Ach, hier... Na dann. Muss ich aber wieder zurückkommen. Und das dann wahrscheinlich noch öfters. Er hat nichts under construction zu sein. Da hat man gefälligst durchzukommen. Und wer zum Teufel hat sich diese Idioten-Animation für die Aktenschränke ausgedacht? In Fallout 3 war das auch schon so. Irgendwie bin ich immer noch da. Kannst du ja kaum glauben eigentlich. Das Video wird ja gar nicht so wirklich groß. Wahrscheinlich, weil alles so dunkel ist. Endlich! Wie 3 Sicherungen entfernt. Boah. Kann ja von Glück sagen, dass ich die überhaupt alle gehabt habe. Aber irgendwo ist hier so ein verdammter Lautsprecher-Bastard. Peng, du alter Bastard. Und ja, ein Lautsprecher ist ein Bastard. Kommt schon wieder einer. Bloß wo?
Gehen wohl so ein Fastnacht-Lautsprecher. Ah, da! Häng, du alter Bastard! Du elender Kleiner! Schon wieder einer, den ich extra suchen muss. Vor allem, weil es kein Treffer war. Hat auch ein Ding damit Rückstock gesehen, dass es einer war. Gibt's aber auch Lautsprecher-Bastarde. In dem Fall kommt man sie wenigstens überhaupt finden. Hä? Wie sieht das denn aus? Sind bestimmt überall Lautsprecher. Warum ist es auch nicht hier einfach runter zu hüpfen? Wäre bestimmt keine gute Idee. So, man muss da runter. Was? Oh nein! Ist da eine Giftgaswolke irgendwo? Hä? Na klar, tatsächlich! Und jetzt? Ey, ihr habt doch nicht mehr alle. Wie soll ich denn da hinkommen, ohne vergiftet zu werden? Beziehungsweise, hä? Na, hier ist keine Giftgaswolke. Aber das bringt mir anscheinend nichts. Weil es nämlich nicht mehr hochgeht. Teufel ist es schon wieder. Oh nein! Ey, was soll das? Wieso muss ich denn jetzt schon wieder durch die Giftgaswolke, nur um an mein Ziel zu kommen? Das ist doch jetzt nicht fair. Also ich bin jetzt irgendwo. Ich hoffe einfach mal, dass der Weg richtig ist. Keine Ahnung, ob man da irgendwie ohne die Wolke durchgekommen wäre. Also ohne durch die Wolke zu müssen. Ich bin bloß froh, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Ich will jetzt aber bloß nicht wieder Sicherungen brauchen, die ich nicht habe. Es gibt ja sogar Rad 19. Klar doch. Hä? Giftproben? Jetzt mal, das hätte man auch hacken können, aber bla bla bla. Hä? Ob das wohl was bringt? Offensichtlich soll ich jetzt aber nach hier. Oh nein, da ist ein Lautsprecher! Aber wo? Na klar! Wir sehen wie ein Turret! Wenn ich jetzt eine gescheite Knarre hätte, könnte ich den ausschießen. Ich bin sowas vielleicht. Das wird nichts abziehen anscheinend. Aber das ist halt so blöd und rafft nicht, dass ich jetzt hier bin. Dann krieg ich dieses komische Gurkenpuff den ja sogar weg. Bloß irgendwo ist so ein Bastard-Lautsprecher.
Hier ist nichts verschlossen, durchschneiden. Keine Ahnung, wo da ein Lautsprecher sein soll. Genau, Lautsprecher weg. Man nervt ja nicht mehr rum. Wüsste ich aber langsam trotzdem gern mal, wo zum Teufel ich hier hin muss. Ob das hier was ändert. Hä? Boah, das Addon ist ja mal so ein Krampf, wenn du mich fragst.